wie kann ein Held sein? Wie würde ich sein? Wie würde ich gerne sein als Komponist? Richard Strauss' Heldenleben sorgt auch heute noch manchmal für Verwirrung, weil viele Menschen den Titel doch ernst nehmen. Aber meiner Meinung nach ist Strauss einfach immer ein Ironiker, jemand, der so viel Humor hatte im Leben auch und sich nie so weit in denselben heroischen Status gestellt hat. Unmöglich für ihn, das wirklich ernst zu nehmen, sondern es handelt sich vielleicht um eine Traumversion von einem Helden. So hätte er gern sein wollen, hat aber leider nie geklappt. Und er hat im Grunde einen Vorwand gesucht, um eine Dreiviertelstunde lang fantastische Musik zu schreiben für ein Riesenorchester, Virtuose, herrliches Stück und fantastische Themen auch und kontrastreiche Themen. Zum Beispiel auch das Porträt seiner Frau als Geigensolo verkleidet. Natürlich kommt es da auch zu Auseinandersetzungen in der Küche, privat, zu Hause. Und sie quält ihn, sie kratzt ihn und sie schlägt ihn und schließlich gibt der Klein bei und sie gehen zusammen in die untergehende Sonne. Also alles das ist nicht ganz ernst gemeint, trotzdem grandios.